Witwenrente berechnen, das Sterbevierteljahr. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben ja ein Video gedreht zum Thema Witwenrente. Ich möchte heute einfach noch mal ganz kurz erläutern, wie das Sterbevierteljahr eigentlich berechnet wird. Das Sterbevierteljahr ist nichts anderes als ein Teil der Witwenrente, wofür der oder die Hinterbliebene für 3 Monate die Rente des verstorbenen Versicherten bekommt. Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir sagen, unser Rentner ist am 1. Januar 2020 verstorben und der hat eine Altersrente von 1.800 Euro. Dann bekommt seine Witwe für 3 Monate seine Rente als Sterbevierteljahr ausgezahlt. Und zwar bekommt, ist das die Altersrente mal 3 Monate ist gleich Sterbevierteljahr. In unserem Beispiel ganz einfach 1.800 Euro mal 3 Monate ist gleich 5.400 Euro brutto. Warum sagte ich brutto? Ganz einfach, weil das natürlich nicht der Auszahlungsbetrag ist, sondern von diesen 5.400 Euro gehen immer noch 11% Krankenkasse und Pflegebeiträge weg. Also KV plus Pflegebeiträge rund 11%. Das heißt, 11% von 5.400 Euro ist gleich 594 Euro. Das ist der Betrag, der für Krankenkasse und Pflegebeiträge aus diesem Bruttobetrag nochmal abgezogen wird. Das heißt also, ich ziehe jetzt von diesen 5.400 Euro einfach die 594 Euro ab und bekomme einen Auszahlungsbetrag von 4.806 Euro. Und diese 4.806 Euro sind der Auszahlungsbetrag für das Sterbevierteljahr für unsere Hinterbliebene. Das heißt, genau diesen Betrag bekommt unsere Witwe dann als Vorschuss ausgezahlt. Ja, und so einfach ist das mit dem Sterbevierteljahr. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.